Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario und Luigi Abenteuer Bowser. Im letzten Part haben sich Mario und Luigi in die Luftkammer begeben und verfolgen dort den Finsterstern, der ständig jetzt hier Bowsers DNA auffrisst und sich seine Fähigkeiten aneignet, zum Beispiel den Schlag oder auch den Flammenwurf, und das wird uns gar nicht gefallen. Deswegen wollen wir gleich weitermachen mit der Verfolgungsjagd und den auf gar keinen Fall entkommen lassen. Und mir ist übrigens aufgefallen, dass ich eigentlich wieder Mario heilen sollte, weil Mario sollte immer volle KP haben, wegen seinen coolen Stiefeln, wo er dann 30% mehr angefahrt. Luigi ist mir egal, aber Mario sollte volle KP haben, deswegen, da will ich immer drauf achten, wenn ich denn darauf achte, ne? Die orangene Röhre führt mich wieder, die führt mich auch zurück zum Hauptraum sogar, so ein bisschen. Aber wir können da wieder eine weitere Abkürzung aktivieren, deswegen gehen wir da am besten kurz hin. So, okay, und können dann leicht wieder hier an diesen Ort später auch zurückkehren. Gut. So, hier jetzt ein bisschen Jump-Run-Einlage, aber das ist ja ziemlich einfach. Will ich vielleicht mit der Absicht reinfallen? Ich glaube nicht. Ich mach's mal trotzdem einfach kurz. Oder komme ich da zu irgendeinem Special-Ort? Oh, da war ein neuer Gegner übrigens. Oder ein neuer alter Gegner. Denn diese Dinger hier, die wir jetzt gesehen haben, das ist eben eine Variation eines Gegners, den wir bereits kennen. Aber dazu kommen wir noch. Das da unten ist eine Hämoglobin-Mutation. Ein Liftoglobin. Anders als wir kann das Liftoglobin nicht sprechen. Im Eisnebel wacht es auf und wird beweglich. Friert es ein und springt darauf oder versauert hier. Okay. Machen wir doch am besten dann auch gleich mal. Ich muss am besten meinen Stift kurz greifen, meinen Touchpen. Gut. So, dann kurz einfrieren. So, drauf gehen. Und jetzt? Und es lächelt. Oh, guck mal, wie süß. Genau, genau. Steigt auf das gefrorene Liftoglobin und führt es mit dem Touchpen. Führt den Touchpen in die Richtung, in die ihr euch bewegen wollt. Hui. Zack. Und das Liftoglobin folgt. Es wird auch nicht anhalten, bis wir gegen irgendetwas stoßen. Außer wir tippen selber an. Genau, dann auch. Okay. Um das Liftoglobin in der Bewegung anzuhalten, müsst ihr es nur berühren. Das Liftoglobin bewegt sich erst, wenn ein bestimmtes Gewicht auf ihm lastet. Eine Person reicht da nicht so ganz aus. Wenn ihr auf dem Liftoglobin durch die Luft gleiten wollt, müsst ihr zu zweit sein. Das Liftoglobin mag nicht, mag nicht gern allein sein, passt schon. Wenn ihr euch zu weit von ihm entfernt, kehrt es zum Start zurück. Genau. Wenn ihr also das Liftoglobin verliert, kommt ihr zurück für ein freudiges Wiedersehen. Okay, dann, ja, Hallöchen. Liftoglobin, das sieht wirklich sehr cool aus, aber weil das halt lächelt, das freut mich auf jeden Fall. So, Hallöchen, du neuer alter Gegner. Wie mache ich denn am besten den Erstangriff gegen dich jetzt? So. Ziemlich cool, einfach in das Ding reingefahren. Oh Gott, viele Gegner. Ach Scheiße. So, wie heißt ihr denn? Ihr heißt Sauerstoffel. Okay. Und die anderen Viecher hießen, glaube ich, Synapsel. Und das ist eben die Variation von denen. Die haben, glaube ich, noch die exakt selben Angriffe, aber sie greifen deutlich schneller an. Und machen halt auch mehr Schaden und so, das Übliche. Deswegen mal gucken, wie ich mich gegen die schlagen werde. So, Mario macht sehr viel Schaden mit seinem Sprung, das ist cool. So, du gehst auf Mario, und zwar auch ganz normal, ohne anzutäuschen. Du gehst auf Luigi und dich können wir am besten gleich killen, wenn ich den Stöpsel nicht treffe. So. Zack. Und zack. Sehr gut. Und die greifen noch gar nicht an. Haben die so eine schlechte Geschwindigkeit? Echt, ich dachte, die hätten voll die gute Geschwindigkeit eigentlich. Aber offenbar nicht. Da habe ich mich getäuscht. Aber okay. Aber jetzt dürfen sie bestimmt. Ja. So, das ist grün. So, so. Ja, deswegen nicht. Da muss man sehr schnell reagieren, was echt nicht einfach ist. Der rote ist hinten. Okay. Das ist echt nicht einfach, vor allem wenn die halt vorne stehen, was hier gerade der Fall ist. Dann wird es auch nochmal schwieriger, den auszuweichen. Mario macht es deutlich weniger wieder, genau. Dann wird es auch deutlich schwieriger oder halt auf jeden Fall sehr schwierig, den auszuweichen, weil dann eben man weniger Reaktionszeit hat, bis dann diese beiden Kugeln eben Mario und Luigi auch treffen werden. Und da die wirklich sehr schnell abschießen, ist es echt nicht so einfach, finde ich. Sag mal wieder den roten, der ist vorne. Okay. So. Wieder mal der rote. Der ist vorne. Okay, und dann halt auch immer gucken, welches er zuerst werfen wird, das rote oder das grüne, und dann eben dementsprechend halt reagieren. Also ist echt gar nicht mal so einfach. So, und natürlich haben sie auch noch ihren anderen fiesen Move von damals, dass sie sich nämlich aufteilen können. Dass man aber auch, da will ich nochmal erwähnen, genau, dass man da aber nicht dann mehr Erfahrungspunkte bekommen wird, weil das ist nämlich nicht so, dass sich ihre KP dann halt doppeln oder so, sondern es ist so, dass sich die KP wirklich aufteilen und dass halt jetzt der zweite nur noch die Hälfte der KP hat und der erste hat auch noch die Hälfte, weil er hat eben seine Hälfte, die Hälfte seiner KP hergegeben, um eben diese Kopie hier zu erschaffen, genau. So, ich will aber am besten nicht noch töten, dass ich gleich den Orden voll bekomme. Nein, ich bin so schlecht. Ja, das Dumme ist jetzt nämlich, dass ein Exzellent den wahrscheinlich töten wird. Den anderen Typen. Und ich krieg meinen Orden nicht mehr voll. Das ist jetzt irgendwie doof. Kann ich den Orden irgendwie voll machen mit einer Spezialattacke, ohne ihn zu töten?
glaube nicht. Ja, ich muss einfach hoffen, dass er vielleicht überleben wird. Aber nee, eigentlich nicht, weil der Luigi macht sogar mehr Schaden. Und Tunneltreffer auch noch. Nee, dann leider nur 2420. Das wären so viele Erfahrungspunkte gewesen für uns. Ach man, schade. Naja, was will man machen? Aber ich meine, Mario wurde ja auch getroffen, deswegen er kriegt leider auch keinen Bonus. Aber trotzdem, das wäre schon echt wert gewesen, weil das waren sehr viele Gegner. 4 auf einmal. Das ist schon wirklich sehr viel. Aber leider für uns nicht, ne? Ich nehme jetzt einen Ultrapilz. So, okay. Weil wie gesagt, Mario sollte immer vollgeheilt sein, dass wir eben diesen 30% Schadensbonus haben. So, hier ist ein Wonderpilz DX, einfach dagegen fahren. Ziemlich witzig. Aber ich glaube, da oben wird es dann gleich ein bisschen fieser, weil da oben kommen jetzt nämlich genauso Elektrobarrieren. Und es wird ja noch häufiger vorkommen, dass wir dann so durch so ein Elektrolabyrinth hier uns durchnavigieren müssen. Mit diesem Lift-Globin eben, deswegen da dann auf jeden Fall aufpassen. Ich will ihn mal noch gar nicht aktivieren. Ich will erstmal noch gucken, was ich hier noch finden kann. Während noch das Lift-Lobby da ist, deswegen. Ich will mal hier noch kurz ein bisschen weitergehen. Erstmal nochmal kämpfen. Dreimal hin. Ja, das ist aber auch es wert, um den Orden zu aktivieren, denke ich. So. Ich will aber nochmal ihren anderen Angriff eigentlich auch ganz gerne zeigen. Auch wenn wir den damals bei den Synapsen auch schon gesehen haben. Ich will trotzdem, dass sie ihren anderen Angriff auch nochmal machen. Deswegen werde ich mal jetzt noch keine Spezialattacken erstmal einsetzen, sondern erstmal normale Angriffe machen. Aber wenn sie den gezeigt haben, irgendwann, dann werde ich auch Spezialangriff benutzen. Wow, so viele tolle Treffer sterben die alle. Ja, das Blöde ist, ihren anderen Special-Angriff können die ja... Okay, ich muss mich jetzt nur kurz konzentrieren. Können die ja nur machen, wenn noch mindestens 2 von denen da sind. Aber Mario und Luigi haben die jetzt exzellent gekillt alle. Deswegen konnten sie denen jetzt gar nicht zeigen, den anderen Angriff. Das ist eben auch das ganz Schöne an den Sauerstoffen für uns. Dass sie nicht so arg viele KP haben. Und man die dementsprechend relativ schnell eigentlich besiegen kann. I got it. Und jetzt ist es so, dass Mario auch wirklich dann Luigi überholt hat. So, lass mich mal kurz rechnen. 2, 8, 14, 20, 26, 32, 33, 34. Der Angriff kommt dran. Kommt der Angriff dran? Schon, ne? Glaub schon. Ich meine, dass das so reihum durchgehend jetzt dann rankommen müsste. So, Moment. Ich will die 3 haben, vor allem, weil der Angriff wichtig ist. Okay, das war knapp. Wahoo! Jetzt fast zu früh gemacht, aber passt alles. Gut. So. Ich will jetzt noch kurz ein bisschen hier weiter gucken, was ich sonst noch finden kann. Was macht denn der Ausrufezeichenblock überhaupt? Ich weiß es nicht. Achso, doch, ich weiß es. Ich glaube, der schafft mir einfach nur eine Abkürzung, oder? Ich meine schon. Ich werde mal kurz aktivieren, weil ich auch wissen will, was eigentlich mit dem Lüftelglobin passiert, wenn ich es wieder kurz enteise. Eigentlich dürfte er schon da bleiben, weil er verschwindet ja nur dann, wenn ich zu weit weggehen sollte. Aber ich gehe ja nicht zu weit weg. Deswegen, er bleibt da und ich kann einfach wieder eineisen und dann wieder hier den Weg weitergehen. Genau, das ist also ganz schön in der Hinsicht. Okay. So, ich kann übrigens auch, kann das sehen, ich kann auch diagonal mich bewegen. Also ich kann in 8 Richtungen mich bewegen. Rechts, links, oben, unten und halt in die Diagonalen eben. Okay, vielen Dank. Sehr freundlich von dir, dass du mich hier mitgetragen hast. Jetzt ist er auch wieder traurig, weil wir weggegangen sind. Also er ist nur fröhlich, wenn wir auch wirklich auf ihm drauf sind. Aber na gut. Was macht ihr? Wir sind Totemglobine. Wir wachen unbestechlich. Wir lassen nur für würdig Befundene passieren. Wenn ihr passieren wollt, dann müsst ihr erst unsere nahezu unschaffbare Prüfung bestehen. Okay. Wollt ihr euch der nahezu unschaffbaren Prüfung stellen? Okay. Sehr wohl. Gleich erscheinen hier 8 Hämoglobine. Nummer 1. Und 2. Und 3. Und 4. Und 5. Und 7. Nein, 6. 7, das habe ich mit Absicht gemacht. Ich weiß, wie man zählt. Trefft diese 8 Hämoglobine in der richtigen Reihenfolge. Und zwar innerhalb des Zeitlimits. Ich habe mir jetzt merken sollen, wo die waren, ne? Wenn ihr einen Fehler macht oder die Zeit abgelaufen ist, habt ihr versagt. Alles klar? Okay. Dann möge die nahezu unschaffbare Prüfung beginnen. 50 Sekunden. Na gut, der erste war gleich hier. Ich meine, die ersten waren eher so rechts oben, glaube ich, alle. Aber ich habe jetzt nicht genau gemerkt, wo die jetzt alle waren. Ja, das ist die 4, shit. Wo ist die? Da ist die 3. Jetzt bin ich schon ein bisschen Umweg gegangen. Man muss auch aufpassen, das wäre mir jetzt nämlich gerade fast passiert, dass man keinen der Brüder aus Versehen nach unten schiebt, wie es gerade mit Luigi fast der Fall gewesen wäre. Weil wenn einer von denen runterfallen würde, wird ja das Lift-Globin nicht mehr funktionieren, wie wir schon wissen. Deswegen da auf jeden Fall gut aufpassen. So, aber dürfen wir es sogar schaffen eigentlich. So. Dann hier noch die 6. Dann hier oben die 7 war sie. Genau. Und die 8 war noch etwas rechts unten hier. Genau. Aber warte mal, ich kann mich sogar gar nicht in 8 Richtungen bewegen. Ich kann mich sogar in mehr als 8 Richtungen bewegen. Weil ich kann nämlich sogar bei den Diagonalen noch weitere da Abschätzungen quasi machen und da die Steigung ändern sogar. Das ist interessant. Ihr habt unsere nahezu unschaffbare Prüfung geschafft, gemeistert. Wirklich. Sehr, 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 sehr gut gemacht. Okay. Ich werde nochmal nach unten, weil unten sind, glaube ich, Bohnen. Das ist nicht so? Genau. Das habe ich mir nämlich gemerkt, weil die habe ich nämlich häufig verpasst immer, wo ich das Spiel durchgespielt habe. Aber doch, hier unten sind noch Bohnen. So. Meine Spezialbohne war da und hier rechts bestimmt auch noch. Ja. Hier sind noch 2 weitere eventuell. Auf der Seite. Genau. Dann haben wir jetzt schon, glaube ich, insgesamt 6 hier gefunden. Und nur noch 2 weitere fehlen, weil es insgesamt 8 gibt. Ne? Lass mich nochmal kurz nachgucken, ob das stimmt. Luftkammer. Genau, nur noch 2 fehlen. Cool.
Wie viel kann ich mir wieder verteilen? Ich kann wieder zumindest hier an jeden Herzbohne verteilen. Okay. Jetzt will ich nochmal kurz zeigen. Wie gesagt, ich kann nicht nur in 8 Richtungen gehen, weil ich kann nicht nur in die Diagonalen hier, ich kann auch etwas flachere oder steilere Diagonalen wählen. Oder? Konnte ich doch gerade. Genau, aber jetzt habe ich eine sehr steile Diagonale erwischt. Oder täusche es nur irgendwie? Ja, vielleicht sind es doch nur 8, oder? Ja, eigentlich nicht, weil das gerade eben war jetzt nämlich eine flachere Diagonale. Ja, das hier nämlich, genau. Das ist nicht, oder halt eigentlich steiler halt in die negative Richtung, so ungefähr, ne? Ihr versteht? Auf jeden Fall, das hier ist auf jeden Fall nicht ganz halt 45 Grad diagonalmäßig, ne? Was ich gerade gemacht habe. Okay, also es gehen schon mehr als 8 Richtungen, aber ist ja auch jetzt nicht so wichtig, ne? So, wieder zurück nach oben, auf jeden Fall. So, vielen Dank. Und weiter geht's nach dieser unschaffbaren Prüfung. Und da sehen wir den letzten neuen Gegner hier für dieses Gebiet. Und das ist auch wirklich ein komplett neuer Gegner. Den wir dann auch noch bekämpfen wollen, der sehr interessante Angriffe hat. Aber erstmal wieder diese Sauerstoffe hier. So, jetzt wäre es ganz cool, wenn man einer von denen vielleicht überleben würde. Dann eventuell. Sehr gut. Ohne tollen Treffer überleben die nämlich auch wirklich. So. Okay, jetzt macht dann bitte mal euren Special-Angriff. Das wäre ganz cool. Okay. Rot, 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 grün. Rot, grün. Oh Gott. Rot, 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 grün, rot, grün. Yay! Okay. So, dann machen wir jetzt mal ein paar Spezialattacken. Und zwar, ich mache wieder Parlots Meteor, weil ich mag den echt ganz gerne, weil ich dann noch gratis Items bekommen kann, die ich verkaufen kann. Sprich, quasi Münzen, ziemlich. Und der dürfte sogar auch ausreichen eventuell, weil die haben ja nicht mehr viele KP. Die unteren werden alle durch einen Schlag sterben, der obere braucht mehr. Aber trotzdem, es dürfen wir sogar schaffen, die alle zu killen. Genau, tolle Treffer dann erst recht. So, und bam. Sehr gut, und noch der letzte. Bam! Sehr schön, alle gekillt. Und obendrein noch ein Ultrapilz. Der Orden ist auch voll, also im nächsten Kampf gibt es dann auch wieder mehr Erfahrungspunkte. Aber erstmal gibt es auch ein Level-Up für Luigi. Yahoo! So, Level 34 für ihn. Und natürlich kommt auch bei ihm der Angriff dran. Hoffentlich um eine 3, weil Angriff wichtig ist. So. Sehr gut. Yay! Okay. Also dann gehen wir am besten auch gleich nach rechts weiter. Ich glaube, das ist nur eine Abkürzung dann. Gehen wir gleich nach rechts weiter und werden den neuen Gegner besiegen, der eine Kanone hat und der Kugelwillis schießen kann. Ja, ja, das sind aber besondere Kugelwillis. Warum genau, sehen wir gleich. So, kämpft doch erstmal alleine. Weswegen jetzt auch die Benutzung des Ordens natürlich dann fragwürdig ist. Ja, ich benutze mal sogar trotzdem, weil wir werden den ja auch jetzt wieder ein bisschen auffüllen können. Ich mach mal schon einen Sprung. Ich mach damit Luigi gleich einen Hammerangriff, weil Luigi mit dem Hammer ja weniger Schaden macht. So, ich will auf jeden Fall doppelt toll wieder. Ich will auf jeden Fall einen Angriff von ihm sehen. Wir können sehen, der hat eine sehr hohe Verteidigung, aber keine hohe Geschwindigkeit, der Kollege. So, und bam. So. Die gehen alle auf Luigi. Ja. Und ihr habt schon gesehen, die werden aber dann irgendwann mit der Zeit unsichtbar. Also die ersten paar Kugelwillis kann man noch ganz gut sehen, aber die hinteren werden dann irgendwann schon unsichtbar, bevor sie zu Luigi oder Mario überhaupt hinkommen. Und man muss dann eben abschätzen, wann sie denn dann auch wirklich angekommen sind bei dem entsprechenden Bruder und dann eben zuhauen. Und das kann sehr schwierig sein, weil ich ja bei solchen Abschätzgeschichten nicht so der allerbeste bin, muss ich zugeben. Und dementsprechend kein einfacher Gegner, wenn wir vor allem auch sehen können, der hat sehr viele KP, weil er eben auch eine hohe Verteidigung, und eine hohe Verteidigung hat er obendrein auch noch. Also ich habe jetzt viermal angreifen müssen gegen den. Bei den halt im Prinzip bei den Synapseln, da reicht schon ein einziger Angriff manchmal oder halt höchstens zwei normale Angriffe von den beiden Brüdern. Aber bei den Kanonen hier, bei den Finsterkanonen, da brauchen wir sogar 4 Angriffe, also für jeden 2. Und das ist schon einiges, deswegen, ja, die haben es auf jeden Fall drauf, diese Gegner, das ist klar. So, jetzt kann man sehen, hier kommt jetzt ein ziemlich heftiges hier Elektrolabyrinth, wo wir jetzt uns durchnavigieren müssen. Aber so viele Räume fehlen uns auch schon gar nicht mehr, wie wir sehen können. Deswegen, meine Vermutung, die ich im letzten Part geäußert habe, könnte wirklich ungefähr hinhauen, dass wir in diesem Part vielleicht das Ende von der Luftkammer erreichen können, aber noch nicht den, das ist ganz cool, ich kann ja durchschieben, den Block immer aktivieren. Dass wir halt, wie gesagt, schon das Ende erreichen können, aber eben noch nicht den, das war knapp, noch nicht den Boss machen können, sondern das dann eben erst beim nächsten Mal. Das würde sich, glaube ich, ganz gut anbieten und dürften wir auch halbwegs gut schaffen. Mal gucken, wie gut wir jetzt noch durch den Rest hier durchkommen können, aber ja, dürfte, glaube ich, machbar sein. Da muss ich jetzt vorsichtig sein, ja. Das ist schon sehr eng jetzt. Ist da oben noch was? Nein, halt an. Das kann manchmal ein bisschen fies sein, weil man das Anhalten eventuell nicht so ganz schnell hinbekommen kann immer. Deswegen, da muss man vorsichtig sein. Ja, ich muss noch ein bisschen weiter nachdenken. Ich gehe erstmal nach rechts zurück. Ist mir lieber. Okay, so. Nach unten. Okay, ganz vorsichtig sein. Das ist echt nicht einfach. Hier muss man wirklich ganz, ganz viel Grades machen. Okay, noch ein bisschen nach unten. Und nach links. Und gleich sind wir aber da. Da ist noch ein Block. Mit noch mehr Münzen, die ich auch wieder durchschieben aktivieren kann. Luigi bewegt sich gar nicht. Und aktiviert den Block aber ziemlich witzig. Und wir sind da. Okay.
dann kurz hier auch eine Abkürzung aktivieren, dass wir diesen Parcours nie mehr absolvieren müssen. Das ist auch sehr schön und unseren Freund lassen wir wieder alleine, der Arme. Aber das Leben ist manchmal hart. So, und jetzt, hier sind noch viele Gegner in dem Raum, ja. Erstmal wieder gegen den, ja, hier sind viele, viele Gegner. Gegen Sauerstoffel hier unten will ich kämpfen. Okay, Luigi hat den ersten Griff gemacht. Ich wollte eigentlich eher Mario den ersten Griff machen lassen, aber es passt auch. Vier Stück von denen, eieiei. Ich will auf jeden Fall meinen Orden voll bekommen, deswegen gibt es erstmal Standardangriffe, würde ich sagen. Aber natürlich bitte ohne allzu viele tolle Treffer, dass ich auf jeden Fall die nicht so schnell töte, weil ich will meinen Orden, wie gesagt, noch voll bekommen. Ich brauche noch zwei weitere Sprünge dann, aber dürfen wir noch hinkriegen. So, sehr gut. Und sie machen ihren Combo-Angriff. So, grün, grün, rot. Grün, grün, rot, rot. Oh Gott. Grün, grün, rot. Grün, grün, rot, rot. Okay, sehr gut. Puh, da muss man sich eben genau merken, auch in welcher Reihenfolge die dann dementsprechenden Sauerstoffel da halt diese Partikel geben. Und da vor allem bei vier Stück das sehr schnell passieren kann, ist es dann echt gar nicht mal einfach, das nachzuvollziehen, finde ich zumindest. Wer jetzt überhaupt dann in welcher Reihenfolge dann ein rotes oder grünes hergegeben hat. Und deswegen ist es echt nicht einfach, finde ich. So, gleich aktivieren, weil das dürfte uns sehr, sehr viele Erfahrungspunkte geben. Und wir benutzen... ja, ne? Paulus Meteor. Warum denn nicht? Weil der könnte sogar auch ausreichen, weil die unteren drei haben schon Schaden genommen. Bei denen reicht das nur ein einziger Schlag. Der obere braucht eventuell noch zwei Schläge, vor allem wenn sie von Mario kommen. Deswegen, doch, dürfen wir hinkriegen. So. Bitte den rechten erstmal. Sehr gut. Das heißt, bitte, ja, Luigi ist nicht ganz so gut. Ich brauche euch auf jeden Fall noch Mario für den oberen. Ah, toller Treffer, sehr gut. Vielleicht reicht es doch aus sogar. Es reicht aus, perfekt. Okay, wunderbar. Alle gekillt. Und noch sehr viele Erfahrungspunkte mitgenommen und ein Wollapilz CX. Wie viele genau sind es denn? 2440, gar nicht wahr. 2928, oh nein, 3660 für Mario. Für diesen einen einzigen Kampf, der gar nicht mal so schwierig war, weil die Synapseln oder halt die Sauerstoffe meine ich, weil die echt gar nicht mal so mega starke Gegner sind und weil sie auch relativ schnell sterben. Deswegen echt ziemlich geschenkte Erfahrungspunkte, finde ich, aber ich will mich da auf gar keinen Fall beschweren. So, dann gegen die Giftwolke am besten als nächstes erstmal. Ja, was machst du denn? Komm mal her, bitte. Na, komm her. Okay. Okidoki. Oh Gott, und wieder viele Gegner. Zwei von den Giftwolken und zwei von den Finster-Kugelfisch-Cheep-Cheep-Dingern. Ich greife erstmal wieder die Finster-Cheep-Cheeps an, weil ich auf jeden Fall den einen Angriff von den beiden, wo ich drüber springen muss, noch ein bisschen mehr sehen will. Weil ich habe ja schon gesagt, dass der wirklich deutlich schwieriger ist und die von den Finster-Cheep-Cheeps können wir schon die Angriffe wirklich in- und auswendig. Und da haben wir auch schon alle Variationen mehrmals gesehen, deswegen da muss ich nicht mehr unbedingt viel zeigen. Ich werde mal sogar den Korken kaputt machen, dass ich noch häufiger auf ihn drauf springen darf und meinen Orden leichter auffüllen kann. Ich gehe sogar mal auf den. So. Und zack. Sehr gut. Das heißt erstmal die. Aber wieder mal kommt der Lame-Angriff, der super easy ist und auch langweilig. So. Bam. Mach den anderen bitte. Sehr gut. Zuerst Mario, dann Luigi. Und das war's. Ernsthaft? Ich muss nur einmal springen. Das ist irgendwie auch lame, weil ich meine, ansonsten, das haben wir auch schon gesehen. Häufiger. Ansonsten können die das auch mehrmals machen, dass man da mehrmals drüber springen muss oder sowas. Aber haben sie jetzt. Also hat der eine zumindest nicht gemacht. Ich muss nur einmal springen. Und das war's auch schon. Bisschen lame irgendwie. Aber okay. So, dann wieder mal auf den hier. Ja, ich kriege auf jeden Fall noch meinen. Ah, shit. Ja, ich kriege aber schon meinen Orden auch voll, denke ich. Ja. Muss man jetzt sehr zeitversetzt springen. Ah genau, okay, das kann er eben auch machen, genau. Das ist eigentlich das Fieseste sogar, dass man da gerade so wirklich drüber kommen kann, weil er da so zwei Wolken übereinander macht. Und da muss man wirklich im letzten Moment erst springen, weil es ansonsten dann eben ganz schnell in die Hose auch gehen kann. Also gar nicht mal so einfach. Ich mach mal einen Hammerangriff auf jetzt mal dann doch einen von den Finster-Flatulos-Dingern, weil ich will meinen Orden mal voll bekommen, weil es waren auch wieder vier... Nein! Es waren auch wieder vier Gegner, ich bin so schlecht. Ich will wieder seinen Korken treffen, dass ich den noch angreifen darf, genau, das ist gut. So, mein Hammerangriff jetzt bitte, aber ein Exzellent brauche ich jetzt. Danke. Bam. Noch ein weiteres, dann haben wir ihn wieder voll. Das ist doch schön. Genau, und das ist auch... Ja, das... Genau, das wollte ich noch zeigen. Das ist super fies. Muss man hier so zwischendurch springen. Seht ihr, das meinte ich eben damit. Der Angriff ist so viel kreativer und auch so viel schwieriger und deswegen auch viel cooler als dieser andere Hammerangriff da. Wenn man da wirklich in ganz, ganz verschiedenen Variationen teilweise springen muss. Entweder halt müssen Mario und Luigi halt zeitversetzt springen oder die Attacke geht nur auf einen von denen. Aber der muss dann erst im letzten Moment oder auch mit perfektem Timing springen, um dann eben genau in diese Lücke reinzupassen. Und das ist echt ein mega cooler Angriff, finde ich. Deswegen jetzt bin ich froh, dass sie den noch gezeigt haben, wenn wir noch sehen durften. Da, ja, also jetzt bin ich zufrieden. Jetzt dürfen sie auch sterben. Jetzt werde ich dann in Zukunft die auch immer dann schnell killen. Weil wir jetzt dann wirklich alles von denen gesehen haben. Ich glaube wirklich weitere, ja, Pardos-Meteor. Ich glaube wirklich weitere
Variationen in diesem einen Angriff haben sie jetzt auch schon gar nicht mehr. Das dürfte, glaube ich, wirklich alles gewesen sein. Das war eben das Fiese, woran ich mich auch noch so ein bisschen erinnert habe. Ich wusste nicht mehr genau, wie es war, aber ich wusste noch, dass sie da auf jeden Fall eine sehr fiese Sache machen können. Das war sie jetzt eben. Dass man da eben wirklich ganz, ganz gut aufpassen muss, dass man da wirklich genau in die Rücke, in die Lücke reinkommt, was echt überhaupt nicht einfach ist. So, und bam. So, wieder mal noch einen 1UP-CX mitgenommen und wieder mega, mega viele Erfahrungspunkte. Nämlich 2460. Oh nein. 2952, oh nein, 3690. Ach Gott, ey, so viele große Zahlen. Wunderschön. Okay. So, und gleich der nächste Gegner. Also ihr seht schon, das ist nochmal, ist sogar der letzte so richtige Kampfraum noch. Kann sogar sein. Bist im Weg irgendwie. Ich will einen ersten Griff machen. Ja, das war keiner. Aber ist in Ordnung. Und wieder vier Gegner. Okay. Ich gehe erstmal auf die, eigentlich auf die Wolken, würde ich sagen. Weil die werden sich ja mit der Zeit so ein bisschen selber killen, weil sie ja immerhin einen Angriff haben, wo ich kontern kann. Das haben die anderen Typen aber nicht. Und deswegen will ich erstmal dann auf die sicher gehen, dass ich eben dafür sorgen kann, dass ich da noch relativ häufig dann eben exzellente Sprünge machen darf oder exzellente Angriffe im Allgemeinen. Und ich so dann eben meinen Orden oder meine Ordenliste noch voll bekomme. So, okay. Rot merke ich mir wieder. Rot ist nämlich vorne. Ja, okay, passt. So. Ja. Na shit, ey, das ist super schwierig, der Angriff. Wirklich. So. Ja, das geht, aber ich meine, wenn beide Zeitfristen springen müssen, ist mir wirklich lieber, als wenn sie nur auf einen gehen, weil dann ist es echt viel, viel schwieriger. Oh ne. Das war knapp. Vor allem Mario sollte keinen Schaden nehmen, aus zwei Gründen gleich, wegen den Erfahrungssocken nämlich und auch wegen seiner Erholungsstiefeln. Das wäre ganz cool auf jeden Fall. Mach mal du den Hammerangriff dann auf den hier, dass der gleich sterben wird. Auch wieder exzellent, sehr gut. Und Luigi macht auch mal einen Hammerangriff, auch mal auf den hier. Wird ja auch exzellent. Sehr schön. Bam. Und er lebt auch noch. Sehr gut. So, grün. Rot. Grün. Rot. Okay, das ist einfach. Grün. Rot. Grün. Rot. Okay. Na, jetzt haben sie gelernt auf jeden Fall, diese Wolken, dass sie eher, sehr gut, okay, dass sie eher ihren Sprungangriff machen sollen, weil der ist wirklich deutlich schwieriger, wie ich finde. Aber ist auch gut so, dass sie den zeigen, weil der ist auch, wie gesagt, viel, viel kreativer. Deswegen bin ich froh drum. So, wieder aktivieren. Und wieder Spezialattacke. Aber ich mache diesmal eine andere jetzt, weil die, ich glaube, die Sauerstoffen könnten das noch überleben eventuell. Ich mache mal die Teleportertür. Da kostet zwar sehr viel natürlich, aber ich mache die mal trotzdem. Dürften wir hoffentlich schaffen, die alle zu killen, wenn ich das Timing halbwegs raus habe und immer halbwegs weiß, auf wen die Attacke gehen wird, was schwierig sein kann bei der Teleportertür. Ich weiß, aber ich versuch's mal. Und werde hier hoffentlich mein Bestes geben können. Erstmal nur auf die Wolke. So irgendwie, okay. Jetzt auch mal auf die Sauerstoffe. So. Ja, aber die Wolke könnte dann bald mal sterben übrigens, finde ich. So. Und zack. Und zack. Und zack. Okay, die ist tot. Und die werden hoffentlich auch gleich sterben. Sehr gut. Geschafft. Yay. 2480. Nein, gar nicht mal. 2976. Nein, 3720. Und schon das nächste Level. Aber ich meine, das waren jetzt... I got it. Das waren jetzt wie viele Kämpfe zwischen diesem Level ab und den vorigen? Irgendwie 5 Kämpfe oder sowas? Also überhaupt nicht viele, weil wir eben hier in diesen Kämpfen so sau viele Erfahrungspunkte kriegen. Das ist echt total genial. Es macht mega viel Spaß, hier so viele Erfahrungspunkte mal abzustauben und wirklich total schnell zu leveln. Das ist wirklich ein total cooles Gefühl. So, Moment. Verteidigung ist eh nicht so wichtig, aber ich will trotzdem die 3 haben. Sehr gut. Wahoo! So, aber da unten war sogar nochmal ein Gegner in diesem Raum, habe ich schon gesehen, nämlich wieder dieser Kanonentyp da. Und da links oben ist eventuell was, weil da komme ich nämlich etwas komplizierter nur hin. Indem ich nämlich, hier oben auch noch, Wunderlos und 1UP-CX. Ja, shit. Ich muss nämlich mit Luigi auch hinkommen. Ist gar nicht mal so einfach, tatsächlich, da hinzukommen überhaupt. Ja, shit, ey, die müssen erstmal am besten beide auf den Block rauf. Will ich das so machen? Aber ich bin hier zu groß, oder? Ah, nee, bin ich nicht. Okay, ich komme da rauf. Okay, dann nochmal rüber. Genau, hier ist nochmal ein Block und da könnte ein Kleidungsstück sein. Ne, ein Schermobau. Okay, aber auch gut. Ziemlich gut versteckt auf jeden Fall und nicht so einfach daran zu kommen. So, den will ich auch noch besiegen. Denn die haben auch noch einen anderen Angriff, oder? Ich glaube schon. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der aussieht, aber die dürften schon noch einen anderen Angriff auch haben. Diese Finsterkanonen und welchen, wer das ist, werden wir dann hoffentlich gleich noch sehen dürfen in diesem Kampf hier. Mal schauen. So, ich will wieder den Korken treffen, dass ich wieder häufig angreifen darf. Sehr gut. Yay. Ach, die Animation ist da so witzig, ey. Und nochmal. Und bam. Hui. So, machen wir am besten auch gleich dann einen Sprung auf dich hier erstmal. Obwohl ich einen Hammerangriff hätte machen sollen, weil der macht ja weniger Schaden. Und ich will ja, dass die ein bisschen durchhalten. Aber in Ordnung. So. Das geht erstmal auf Mario. Okay. War aber eigentlich ganz gut machbar, weil vor allem der letzte wurde auch erst sehr spät unsichtbar.
Und deswegen konnte ich das dann wirklich sehr leicht abschätzen. Ich musste halt nur irgendwie halt eine halbe Sekunde oder sowas abschätzen, sag ich mal, aber das war eigentlich dann in Ordnung, denke ich. So, nochmal einen Hammerangriff auf den hier. Und bam. Okay, der untere ist gestorben. Aber ich dürfte sogar hier den, genau, die nämlich. Der. Genau, da könnt ihr nämlich auch zwischendrin Looping machen und auch unsichtbar werden. Scheiße, zu früh. Siehst du mal, genau, das war eben der zweite Angriff. Also entweder fliegen die geradeaus auf einen zu oder sie machen einen Looping noch zwischendrin. Ob sie einen Looping machen, das weiß man, glaube ich, gar nicht genau. Da muss man halt einfach reagieren dann. Und sie können eben auch wieder dann unsichtbar werden. Und vor allem, wenn sie halt beim Looping unsichtbar werden, dann ist es nicht so einfach, dann da noch... Schön, ich habe noch gar nicht voll. Dann ist es nicht so einfach, dann da entsprechend der Attacke auch wirklich auszuweichen. Weil man dann eben wieder gut abschätzen muss. So. Ja, die fliegen nämlich schon relativ langsam. Und schnell reagieren muss man eben auch. Deswegen ist echt nicht so easy. What? Achso, okay, ich bin offenbar komplett drüber gesprungen. Ich dachte, ich wäre vielleicht darauf gelandet, auf dem aber nicht, bin komplett drüber gesprungen, aber passt auf jeden Fall auch. Alles klar, gut. Dann dürfen wir jetzt auch von der Finsterkanone alle Angriffe und auch alle Angriffsvariationen, glaube ich, dann soweit gesehen haben. Und das ganz schön. Falls ihr euch übrigens das fragt, man kann diesen Typen, der die Kanone steuert, glaube ich, nicht besiegen und auch gar nicht erst angreifen. Man kann eben nur die Kanone von dem angreifen. Sobald die zerstört sein sollte, dann wird eben er auch den Kampf aufgeben und wird eben fliehen und dann hat man halt quasi den Kampf gegen ihn gewonnen. So, wir werden es auch dann mal sehen. Genau, Kanone ist kaputt, er haut ab und wir kriegen dann Erfahrungspunkte dafür. Okay. Diesmal ein bisschen weniger, weil es eben nur 3 Gegner waren, aber trotzdem sind es immer noch einige. 2244 Erfahrungspunkte für einen Kampf zu bekommen, sind immer noch sehr viel, finde ich. Deswegen, ich bin damit auf jeden Fall wieder mal vollends zufrieden. So, ich habe 2 Wege. Wo führten die Röhre eigentlich hin? Hier oben? Ne, eigentlich nicht. Kann ich in die Röhre überhaupt reingehen? Achso, oder schießt sie mich wieder zurück nach oben? Ich glaube, die schießt mich zurück nach oben. Genau. Wahoo, dass ich hier einen Rückweg habe. Weil da unten ist nämlich keine Wand oder so, wo ich dann durchkommen kann. Deswegen, das ist der einzige Rückweg, in dem ich dann oben im Moment lang gehe. Okay, alles klar? Ja. Hilfe, was tust du? Was zum... Die Panzerpresse. Er lernt wirklich alle Fähigkeiten von Bowser. Das darf doch nicht wahr sein. Wir hatten ihn fast und er ist wieder entwischt. Der Finsterstern, er eignet sich nach und nach Bowsers Fähigkeiten an. Wir müssen ihn beim nächsten Mal unbedingt aufhalten. Luigi? Let's go. Let's go. Ja, ein bisschen räuspern kann nicht schaden. Komm ich da drüben hin? Ja, erst von da unten offenbar. Oder wie? Das ist interessant. Ich kann mich hier extra nach oben schießen, um dann diese Abkürzung hier zu aktivieren. Aber ich meine, das ist ja gar keine Abkürzung. Ich kann auch einfach nach unten fallen. Warum ist das Ding jetzt hier da? Ich habe keinen Peil. Ehrlich gesagt. Aber okay. Warum denn nicht? So, und es gibt schon noch mehr Gegner auf jeden Fall. Aber wir sehen schon, wir kommen dem Ende auf jeden Fall immer näher. Ich will auf jeden Fall noch so einen Kampf oder sowas vielleicht dann machen. Okay, hier nach oben zu kommen ist gar nicht mal einfach übrigens. Hart zocken. Weil dann nämlich am besten halt beide gleichzeitig richtig springen sollten. Oder zumindest einer von denen. Lass mal kurz nachgucken, was denn die harten Socken so können. Haben wir die sogar schon mal bekommen eigentlich? Die sind gar nicht neu, genau. Die erhöhen einfach die Verteidigung, glaube ich, oder? Warte mal. Hier sind die Socken. Nee, Quatsch, das sind die Handschuhe. Wo sind die Socken? Weil die waren, ich bin gerade eben dran vorbeigelaufen an denen, ne? Genau, hier sind sie. Harte Socken dreimal sogar schon. Verteidigung um 20%. Ja, ist in Ordnung, aber wie gesagt, ich finde den Verteidigungswert nicht so wichtig. Deswegen dann eher weniger werde ich das anziehen. So, Hallöchen. Okidoki. Und wieder 4 Synapsen gleich. Aber ich werde gegen die, glaube ich, meinen Orden nicht voll bekommen, weil die ja sehr schnell sterben. Obwohl, andererseits vielleicht auch doch, weil ich brauche jetzt nur noch 3 oder 4 weitere Angriffe. Vielleicht schaffe ich es auch sogar doch. Mal gucken. Das Blöde ist halt leider auch, ich muss mal kurz merken, grün, 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 rot. War es jetzt 5-mal oder 6-mal grün? Ich glaube 5-mal, ne? Okay. Ich hätte auch mit beiden springen können, ich weiß, aber das ist lame, ich mach's dann lieber so. Obwohl es hier eh nicht so einfach ist, mit beiden gleichzeitig zu springen, weil die sehr schnell hintereinander werfen. Und es dann sehr schwierig wird, mit beiden gleichzeitig zu springen, aber ich glaube, es geht theoretisch. Auf jeden Fall, ich wollte sagen, der Sprung ist zum Füllen der Ordenleiste schlechter als der Hammerangriff. Das hat den folgenden Grund, wenn ein Gegner, das habe ich glaube ich schon mal erklärt, aber ich mach's mal trotzdem mal ein bisschen ausführlicher, er hat gleich rot, rot, grün, rot, rot, grün, rot. Okay. Rot, rot, nein, shit, ja scheiße, okay, jetzt springe ich doch mit beiden. Ich dachte, es wäre rot, rot, grün gewesen am Anfang. Okay, sorry. Habe ich doch mit beiden springen müssen, weil ich dann jetzt verwirrt war zwischendrin. Kurz Orden und dann wieder den Paulus-Meteor. Und dann dürften die alle sterben. Auf jeden Fall.
Der Sprung ist schlechter, um die Ohrenleiste aufzufüllen, weil das Problem beim Sprung ist eben, wenn nach dem allerersten Sprung ein Gegner schon sterben sollte, denn ihr wisst ja, beim Sprung darf ich ja immer einen Doppelsprung quasi machen. Wenn beim allerersten Sprung der Gegner schon sterben sollte, das war knapp, werde ich halt nur ein Gut in meiner Wertung bekommen, der Gegner stirbt dann schon und dann habe ich keine Chance mehr auf ein Exzellent. Und beim Pardos-Meteor haben wir gerade gesehen, das ist zum Beispiel genauso. Das ist halt immer das, was man beachten sollte, was für eine Attacke man machen sollte, um die Ohrenleiste aufzufüllen. Ist es eine Attacke, die abgebrochen wird, sobald ein Gegner oder alle Gegner gestorben sind und so, dass man dementsprechend dann kein Exzellent eventuell mehr bekommen kann? Oder ist es eine Attacke, bei der die Wertung schon festgelegt wird, bevor der Angriff überhaupt kommt? Das hat sich jetzt wieder sehr kompliziert angehört. Das heißt halt zum Beispiel, beim Hammer ist es halt so, dass beim Hammer halt die Wertung, ich kann sogar Vierer bekommen, dass beim Hammer halt die Wertung bestimmt wird in dem Moment, wo man halt den, oder halt mit dem Hammer zuschlägt, oder halt mit dem Hammer, shit, oder halt mit dem Hammer ausholt. Denn wenn man eben am tiefsten Punkt ausholt, hat man automatisch ein Exzellent. Völlig egal, ob man den Gegner töten kann oder halt ganz normal, nur ganz normal trifft. Und das ist eben der Unterschied zum Sprung. Ich mache noch einen weiteren Kampf. Wenn beim Sprung eben schon der Gegner beim ersten Mal sterben sollte, werde ich halt nur ein Gut bekommen. Und beim Pardos-Meteor haben wir gerade gesehen, ist es genauso. Wenn beim Pardos-Meteor die Gegner schon zu früh sterben sollten, dann werde ich auch kein Exzellent mehr bekommen. Und das gilt für viele Attacken so. Beim grünen Panzer ist es genauso. Das ist auch so eine Attacke, bei der man nicht unbedingt ein Exzellent bekommen kann, wenn die Gegner halt zu früh sterben. Andererseits beim Trampolin zum Beispiel kriegt man immer ein Exzellent, wenn man es dann auch hinkriegt, auch wenn der Gegner nur noch 1 KP hat, weil man da ja auch nur einen einzigen Schlag dann dabei machen kann. Versteht ihr? Anderes Beispiel, beim Fresskopf kriegt man dann auch immer ein Exzellent, weil da wird die Wertung ja dadurch bestimmt, wie viele Sachen Luigi fressen kann und wie hoch ihn Mario katapultieren kann, völlig unabhängig davon, ob die Gegner sterben oder nicht. Versteht ihr? Teleportatur ist auch so eine Attacke, wo man eventuell nur ein Super bekommt, wenn die Gegner zu früh sterben. Und beim Sternex kriegt man auch ein Exzellent, wenn man es richtig macht, auch wenn der Gegner zu früh stirbt, weil da eben das dadurch bestimmt wird, wie viele Sterne man da nach oben haut. Ne? Versteht ihr? Das hängt eben davon ab, weil ich nochmal kurz jetzt dann ein bisschen ausführlicher erklären. Und das sind alles Bodengegner, deswegen machen wir halt dann wieder einen Fresskopf, würde ich sagen. So. Und nach dem Kampf werde ich dann auf jeden Fall den Part beenden. Und wir sind zwar nicht mehr ganz bis zum Ende, kurz bis zum Boss hier von der Luftkammer hingekommen. Wir werden aber trotzdem auf jeden Fall beim nächsten Mal dann den Boss machen können, weil viele Räume fehlen uns jetzt gar nicht mehr. Also nach diesem hier kommen noch ein oder zwei weitere Räume oder sowas und nicht mehr viele danach auf jeden Fall. Wieder schön viel A drücken. So, deswegen dürfen wir es beim nächsten Mal auf jeden Fall locker schaffen. Boah, sehr viel Schaden, cool. Dürfen wir es beim nächsten Mal auf jeden Fall dann locker schaffen, schon die Luftkammer hier eben abschließen zu können und auch den coolen Bosskampf machen zu können, der wirklich gar nicht einfach ist. Deswegen, ich bin gespannt, wie ich mich da anstelle. Und die sind alle geschwächt, deswegen jetzt wieder Pardos-Meteor. Die beiden Wolken dürften doch einen einzigen Schlag beim Pardos-Meteor sterben. Was man übrigens kurz anmerken will, dieser Kanonengegner ist übrigens eine Ausnahme dieser Regel, die ich gerade so ausführlich erklärt habe. War das noch gut? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Kanonengegner, der wird noch hier da bleiben, selbst wenn er eigentlich schon weniger als 0 KP mehr haben sollte, oder so, wenn ihr es versteht. Also im Prinzip, wenn eben der Kanonengegner nur noch einen einzigen KP übrig haben sollte und ihr macht den Pardos-Meteor, dann wird er nach dem ersten Schlag trotzdem noch nicht sterben. Auch nicht nach dem zweiten, auch nicht nach dem dritten, auch nicht nach dem vierten, sondern dann eben erst nach dem fünften und allerletzten. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber bei diesem Gegner ist es halt so, dass er wirklich erst dann sterben wird, wenn die Attacke komplett abgeschlossen ist. Deswegen kann man gegen den dann schon solche Attacken wie Pardos-Meteor oder Sprünge oder sowas zum Ende hin noch machen, um dann eben noch halt weitere Exzellenz zu bekommen, um die Ordnungsliste eben aufzufüllen. Das ist eben bei dem so, bei den allermeisten anderen Gegnern ist es nicht so, die sterben halt sofort, auch noch während der Attacke, aber der stirbt eben erst quasi nach der Attacke. Deswegen, da geht es noch. So habe ich noch ein bisschen was hier erklären können. Und ich will noch ganz kurz wieder schnell heilen. Vor allem Mario, aber auch Luigi braucht eine Heilung. Deswegen am besten eigentlich eine Nuss, würde ich sagen. Mach mal so ein paar Supernüsse einfach. So, dann den Rest machen wir mit einem Superpilz für Luigi und das reicht erstmal. Aber SP bräuchte ich eigentlich auch wieder fast. Deswegen mach mal kurz hier ja, Super Serum mal ein bisschen hier, so. Und für dich auch. Und passt schon. Okay, gut. Dann würde ich aber erstmal sagen, Leute, was ist hier für diesen Part von Let's Play Mario und Luigi Abenteuer Bowser. Beim nächsten Mal geht es dann eben hier noch in der Luftkammer weiter, wo uns wirklich gar nicht mehr viel fehlt. Wir müssen noch diesen einen Gegner da gleich killen. Und dann hier nach unten gehen und wieder dann auch die restlichen Abkürzungen aktivieren. Und dann haben wir hier schon eigentlich soweit alle Räume erkundet, abgesehen von diesen hier oben. Das sind noch dann zwei oder drei Räume oder so. Also nicht mehr viele, weil hier oben wird dann nämlich halt wahrscheinlich eben der Bosskampf stattfinden. Der, wie gesagt, nicht einfach wird. Und ihr könnt euch auch schon denken, gegen wen das dann sein wird, schätze ich mal. Und wie gesagt, dieser Gegner, der hat es ziemlich drauf. Deswegen, ich bin gespannt, wie wir uns dann gegen den so schlagen werden. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann auch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.